Bereit? Notiere dir deine Punkte, damit du nach dem Test dein Ergebnis überprüfen kannst. 1. Wenn jemand einen Film über dein Leben drehen würde, welches Genre wäre das Richtige? A. Eine romantische Komödie mit Happy End. Die Liebe siegt. B. Ein Stummfilm in Schwarz-Weiß. Ich hab halt Stil. C. Mehrere zum Brüllen komische Episoden. Mein Leben ist einfach witzig. D. Ein Superheldenfilm. Ich hab vor, die Welt zu retten. Hast du dich für A entschieden, schreibe dir 20 Punkte auf. Antwort B ist 40 Punkte wert. C bringt dir 10 Punkte und D 30. 2. Wo bist du am glücklichsten? A. Bibliothek. D teleportiert mich in meine Fantasiewelt. B. Zu Hause. Meine Familie ist immer an meiner Seite. C. Irgendwo am Meer. Da kann ich meine Probleme aussprechen und es hilft mir. D. Inmitten einer Menschenmenge. Ich beobachte gern Leben. Bücherwürmer bekommen 40 Punkte. Wenn du am liebsten zu Hause bist, verdienst du dir 10 Punkte. Das Meer spült dir 30 Punkte aufs Konto und Fans von Menschenmengen kriegen 20 Punkte. 3. Sieh dich um. Welche Farbe ist in deinem Zimmer am stärksten vertreten? A. Grün oder Blau? Die halten mich im Gleichgewicht und helfen mir zu entspannen. B. Es ist ein Mix aus hellen Farben. Ich kann mich nie für eine entscheiden. C. Weiß. Rein schick, keine Ablenkung. D. Mir sind Muster lieber als Farben. Option A bedeutet 30 Punkte, B ist 10 Punkte wert, C verschafft dir 40 und D 20 Punkte. 4. Wie würde dein persönliches Logo aussehen? A. Ein stolzer Löwe auf einem Thron. B. Ein witziges Einhorn, das auf einem Regenbogen reitet. C. Einfach meine Initialien, ich habe es gern offiziell. D. Eine Weltkugel mit meinem Porträt, ich reise gerne. Hast du dir den Löwen ausgesucht, notiere dir 20 Punkte. Für das Einhorn gibt es 40 Punkte. Ein Logo mit deinen Initialien ist 10 wert und die Weltkugel 30. 5. Welches dieser Tiere hättest du am liebsten als Haustier? A. Einen Welpen. Ich will einen flauschigen und treuen Freund. B. Ein Kätzchen. Katzenliebe für immer. C. Einen Panda. Mit dem komme ich ins Fernsehen. D. Eine Schildkröte. Die ist langsam, aber weise. Ein bisschen so wie ich. Fällt deine Wahl auf A, bekommst du 10 Punkte. Hast du dich für B entschieden, gibt es 20 Punkte. C verschafft dir 40 und D ist 30 Punkte wert. 6. Was ist deine schlimmste Eigenschaft? A. Ich bin zu emotional. Arbeit, Familie, ich mache mir um alles Sorgen. B. Ich plane zu viel. Wenn Dinge nicht klappen, werde ich echt traurig. C. Es fällt mir nicht leicht, anderen zu vertrauen. Deshalb schließe ich nur schwer Freundschaften. D. Ich habe keinen Ausschalter. Wenn ich etwas will, kriege ich es. Koste es, was es wolle. Hast du dir A ausgesucht, hast du dir 10 Punkte verdient. Für Option B gibt es 30 Punkte. C verschafft dir 40 Punkte und D 20 Punkte. 7. Was würdest du niemals verzeihen? A. Wenn mein bester Freund oder beste Freundin lügt. B. Wenn jemand für meine Arbeit das Lob einsammelt. C. Wenn meine Freundinnen hinter meinem Rücken schlecht über mich reden. D. Wenn mein Partner, meine Partnerin meine Träume nicht unterstützt. Wenn Option A am ehesten nach dir klingt, schreib dir 10 Punkte auf.
Fällt deine Wahl auf B, hast du dir 20 Punkte verdient. Falls du dir C ausgesucht hast, gibt es 30 Punkte. Und D ist 40 wert. 8. Wenn du für den Rest deines Lebens nur noch eine Sache essen könntest, was wäre das? A. Pizza, Pasta, solche Sachen. B. Alles mögliche Gemüse, lecker und gesund. C. Ich glaube, ich könnte gut mit Süßem leben. D. Junkfood ist das Beste. Pizza-Fans bekommen 20 Punkte, gesunde Esser und Esserinnen 40. Wer Nachtisch liebt, sammelt 30 Punkte und für Junkfood gibt es 10 Punkte. 9. Wo befindest du dich am häufigsten in deinen Träumen? A. Irgendwo in meiner Vergangenheit. Solche Erinnerungen bringen mich zum Lächeln. B. Irgendein exotisches Land, in dem ich noch nie war. Ich liebe Reisen. In der Schule. Ich habe ständig diesen Albtraum, dass ich aufgerufen werde und die Antwort nicht weiß. D. Auf einer Bühne. Ich kriege endlich diesen verdienten Preis. Option A verschafft dir 40 Punkte. Mit B holst du dir 30 Punkte. C ist 10 Punkte wert und D 20. 10. Du hast dir einen neuen Schreibtisch besorgt. Was tust du als erstes? A. Ihn mit Hilfe der Anleitung zusammenbauen. B. Jemanden anrufen, der weiß, wie man sowas aufbaut. C. Herumexperimentieren. Irgendwann kriege ich es schon hin. D. Wieso sollte ich mir einen Schreibtisch kaufen? Ich kann mir selbst einen bauen. Falls du dich für Option A entschieden hast, holst du dir 10 Punkte. B fügt deinem Konto 20 Punkte hinzu. C ist 40 wert und für D gibt es 30. 11. Du ziehst in ein neues Haus. Worum kümmerst du dich als erstes? A. Mein Schlafzimmer. Es ist der wichtigste Raum bei mir zu Hause. Das Wohnzimmer. Ich kann es kaum erwarten, eine Party zu schmeißen. C. Die Küche. Ich liebe es zu kochen und im Chaos kann ich das nicht. D. Der Garten oder Balkon. Ich will ein paar Pflanzen pflanzen. A bringt dir 10 Punkte. B ist 20 Punkte wert, C 30 und mit D holst du dir 40 Punkte. 12. Wie hast du dich heute nach dem Aufwachen gefühlt? A. Voller Energie und bereit, die Welt zu erobern. B. Ein bisschen wütend. Die Probleme von gestern nerven mich zu sehr. C. Weiß ich nicht mehr. Also würde ich sagen, nicht irgendwie besonders. D. Müde wie immer. Ich kriege nie genug Schlaf. Option A bringt dir 30 Punkte. Hast du dich für B entschieden, bekommst du 20 Punkte. Mit C holst du dir 10 Punkte und D ist 40 Punkte wert. 13. Du schaffst es nicht, ein Teamprojekt rechtzeitig fertigzustellen. Was tust du? A. Meinen Teil erledigen, abgeben und sehen, was die Chefin sagt. B. Versuchen, eine schlaue Lösung zu finden. C. Allen anderen die Schuld geben. Ich habe mein Bestes getan. D. Irgendeine verrückte Geschichte erfinden, wieso wir es nicht pünktlich geschafft haben. Option A ist 20 Punkte wert. B addiert 40 Punkte auf dein Konto, C verschafft dir 30 Punkte und D ist 10 Punkte wert. 14. Du bist mit Fremden und Freundinnen wandern. Einer von ihnen schafft es nicht zum Berggipfel. Was tust du? A. Mit der ganzen Gruppe umkehren. B. Wir teilen uns auf. Manche von uns wollten unbedingt den Ausblick genießen. C. Auf jeden Fall weitergehen, egal was die anderen beschließen. D. Die Person zurücklassen und sie später wieder abholen. Hast du dich für Option A entschieden, hast du dir damit 10 Punkte verdient.
Für B bekommst du 20 Punkte, C bringt dir 40 Punkte ein und D ist 30 Punkte wert. 15. Du musst inzwischen ganz schön Durst haben. Such dir ein Getränk aus. A. Ein Smoothie bitte. B. Simples Wasser. C. Ohne Kaffee kann ich nicht leben. D. Ich nehme eine Limo. Hast du dir den Smoothie gegriffen, hast du hier 30 Punkte. Wasser bringt dir 20 Punkte. Kaffeefans holen sich 40 Punkte und wer lieber Limo trinkt, bekommt 10 Punkte. Zeit zusammenzuzählen. Liegt dein finaler Punktestand zwischen 150 und 230, ist deine Persönlichkeit grün. Du bist unterstützend und loyal und hast außergewöhnliche soziale Fähigkeiten. Du kannst die Gefühle anderer lesen und verbreitest deine positive Heilungsenergie. Du findest immer die originellste Lösung für jedes Problem. Du fühlst dich unter Menschen genauso gut wie allein. Hast du zwischen 240 und 330 Punkten gesammelt? Deine Persönlichkeit ist violett. Du bist logisch, ernst und im perfekten Gleichgewicht von Körper und Geist. Du kannst jeden Konflikt lösen und andere bitten dich um deinen Rat. Du bist von Natur aus mysteriös, einzigartig und unglaublich interessant. Das zieht andere Menschen an. Du liest gern und bist sehr weise für dein Alter. Falls du zwischen 340 und 420 Punkten hast, ist deine Persönlichkeit rot. Energie und Leidenschaft sind die Worte, die dich am besten beschreiben. Du kannst jedes mögliche Projekt leiten. Andere vertrauen dir und folgen deinem Antrieb. Dir sind Liebe und Beziehung wichtig. Du bist die Seele jeder Party. Nichts kann dich schocken oder aufhalten. Mit einem finalen Punktestand von 430 bis 510 ist deine Persönlichkeit blau. Du forschst von Natur aus gern. Man muss dich nie zweimal fragen, wenn es darum geht, etwas Neues auszuprobieren oder zu besuchen. Du lebst jeden Tag voll aus und bereust es nicht. Außerdem bist du gutherzig und hilfst anderen, wo du kannst, was es auch koste. Hast du 510 oder mehr Punkte gesammelt, sieht es aus, als wäre deine Persönlichkeit weiß. Im Herzen bist du Künstler bzw. Künstlerin. Etwas mit deinen Händen oder deinem Verstand zu kreieren, macht dich am glücklichsten. Du magst schüchtern erscheinen, aber nur, weil du ständig in deiner Traumwelt unterwegs bist. Du siehst das Schöne in den Dingen und möchtest die Welt besser machen. Toll, oder? Wir sind so wenige.